Wissen Sie alles über Roboter? Wie die aussehen, wie groß die sind, wer Roboter herstellt, was die Eigenschaften von Roboter sind, was die Vorteile sind oder auch die Nachteile, welche Mechanik man braucht, wie man sie steuert. Sie wissen das alles? Ich bin mir nicht so sicher, denn in 7 Minuten von jetzt, da zeigen wir Ihnen, wie man Roboter neu denkt. Denn das hier ist ein Technologie-Showcase von einer ganz speziellen neuen Technologie bei Beckhoff. Aber von vorne. Roboter ist eigentlich ein Wort aus den 20er Jahren und kam in der Tschechei in einem Theaterstück vor. Und erst Mitte der 50er ist der eigentlich klassische Roboter entwickelt worden und seitdem überall im Einsatz. Und je nachdem, wie man fragt, gibt es eine Statistik, dass heute ungefähr 3 Millionen Roboter im Einsatz sind. Und einen davon haben Sie sicherlich schon gesehen oder auch viele. Und trotzdem denke ich, es ist Zeit, Roboter neu zu denken. Denn jetzt kommt ein Technologie-Showcase von ATRO. Und ATRO steht für Automation Technology for Robotics. Aber bevor wir uns einen Blick in die Roboterwelt werfen, möchte ich erstmal ein bisschen zurückblicken. Und da ist Tommy mit dabei. Ach, Jahrzehnte bei Beckhoff, viele Dinge schon gemacht, ein Experte für EtherCAT. Also wenn wir mal heute in die Robotikwelt gucken, was hat Beckhoff da überhaupt schon im Portfolio? Ja, Roland, wir haben unsere eigenen Motoren, die wir selbst entwickeln und produzieren. Wir haben kompakte Antriebstechnik, wir haben modulare Antriebstechnik, große Servomotoren. Wir haben Functional Safety, viele Produkte. Wir haben I.O. natürlich. Also im Grunde ein volles Paket. Was ist mit Software für Robotics? Ja, TwinCAD integriert auch Roboterfunktionalitäten. Wir haben seit Jahren zum Beispiel eine Coordinated Motion Bibliothek. Wir haben außerdem Kinematikbibliotheken und wir können uns auch zu anderen Roboterherstellern verbinden. Da habe ich auch schon verstanden, dass EtherCAT eigentlich ein Schlüssel ist, im Grunde für die Kommunikation. Also wo wird EtherCAT heute schon im Roboter eingesetzt? EtherCAT wird sowohl beim I.O., aber hauptsächlich in der Robotik auch in dem Roboterarm selber, also zur Motion-Steuerung durch die Distributed Clocks und die unglaubliche Performance eingesetzt bei den meisten Roboterherstellern heute, die neu auf den Markt kommen und auch bei existierenden. Ja. Jetzt hast du ja durch EtherCAT mit denen zu tun. Was ist denn da noch so ein Optimierungspotenzial am Roboter, wenn du mit den Roboterleuten öfter sprichst? Naja, wenn wir uns unser Portfolio angucken, könnte man natürlich darüber nachdenken, wie man das alles kompakt und modular für die Robotik zusammenstellt. Ja, das ist ein super Stichwort. Kompakt und modular, denn irgendwie ist ja alles bei uns modular, oder? Unser Klemmensystem vom ersten Tag modular. Ganz neu, das MX-System, auch modular. Meine PCs, irgendwie auch modular. Alles ist modular. Warum sollte nicht ein Roboter auch modular sein? Aber frage ich mal Thomas Nummer 2. Also, wenn denn jetzt ein Roboter modular wäre, ist das überhaupt ein Vorteil? Was hat man davon? Ja, Roland, wenn du allgemein die Roboter von heutzutage ansiehst, die haben ja alles eine fixe, definierte Bauform. Das heißt, ich habe einen Delta-Roboter, ich habe einen Sechsachs-Roboter. Das heißt, automatisch der Kunde geht auf den Roboterhersteller zu und fragt, okay, was hast du im Portfolio? Dann biete mal an. Aber da wird eigentlich der Maschinenbau und alle, die werden eigentlich nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn ich ein Robotersystem habe, das ich in meine Anlage integrieren kann und auf meine Anlage maßschneidern kann, da kann ich mir meinen Roboter auch einfach selber zusammenbauen und sagen, das ist perfekt für meine Anlage und für mein System. Jetzt gibt es viele Leute dabei in dem Portfolio. Also es gibt den Endanwender, den Maschinenbauer, den Integrator. Ist das für alle gleichermaßen gut? Ja, schon. Also das ist, ich habe ja 6 Achsen, brauche ich unbedingt 6 Achsen für jede Applikation. Das heißt automatisch, wenn ich ein 4-Achs-System brauchen würde, brauche ich nur 4 Achsen. Das ist zum einen eine erhebliche Preisreduktion von dem ganzen System. Ich habe mehr Traglasten, dass ich bewegen kann. Also es ist für den Maschinenbauer wie auch für den Einkäufer einen Vorteil in dem ganzen System. Also Modularität, wie wir es immer predigen bei Beckhoff, ist auch toll für den Roboter. Na, dann will ich Sie doch gar nicht länger auf die Folter spannen. Schauen wir uns doch ATRO mal an. Automation Technology for Robotics. Das Ganze fängt da an, wo Automatisierung immer anfängt, bei einer einzigen Steuerung. Nur einer für alles. Und mit dieser einen Steuerung können Sie bei ATRO Ihren Baukasten etablieren, wie Sie mögen. Ob Single Axe, also einachsig, oder Sie nehmen ein zweites Modul, eine 2-Achs-Applikation. Mit 3 Modulen kann es eine Delta-Kinematik werden, wie Sie sehen. Kann aber auch ein 4-Achser werden, weil Sie vielleicht der Meinung sind, Sie wollen etwas greifen und brauchen 4 Achsen. Naja, dann gehen wir mal ganz klassisch ins Portfolio, dann wären es ganz schnell auch 6 Achsen. Manchmal können es sogar 7 Achsen werden, im Grunde genauso, wie Sie das wünschen. Also ATRO, der modulare Baukasten Automation Technology for Robotics made by Beckhoff. Und jetzt wollen wir das nochmal zum Schluss auf den Punkt bringen nach diesen 7 Minuten. Also, Guido, mal zusammengefasst in 1,5 Minuten, was sind die Hauptvorteile für ATRO? Oh, okay, lass mich das versuchen. ATRO bietet unseren Kunden neue Modularität. Also das, üblicherweise kommt der Kunde an und möchte einen Roboter in seine Maschine integrieren. Dabei fragt er sich, was kann der Roboter?
Bei uns ist es nur andersrum. Der Kunde kommt zu uns und sagt uns, das sind meine Anforderungen für die Maschine und ich möchte eine Robotik-Applikation integrieren. Und wir sagen, dann stell doch einfach alles zusammen, so wie du es benötigst. Okay, also er macht seinen Prozess zuerst und dann kommt der Roboter, nicht umgekehrt. Genau, genau. Es gibt auch schon andere modulare Ansätze, aber die sind in der Regel sehr, sehr unflexibel. Das heißt, sie sind fix zusammengebaut und die kann man dann in die Maschine integrieren. Bei uns alle möglichen unterschiedlichen Strukturen, die integriert werden. Das ist einfach zu verstehen, aber du hast mir verraten, es gibt noch einen zweiten Riesenvorteil im Bereich der Software. In der Software ist es natürlich die Integration in das Automatisierungssystem TwinCAD. Üblicherweise geht ganz viel Arbeit darin verloren, wenn ich ein Engineering des Roboters in die Maschine mache, für die Integration der Schnittstellen untereinander. Mhm. Zwischen der SPS, zwischen der Robotersteuerung, zwischen einem Vision-System, der Safety-Anwendung. Und das ist alles nun integriert in einer PC-basierten Steuerung. Es hört sich so einfach an. Einfachste Hardware, einfachste Software. Ich denke, wir lassen das mal wirken und laden Kunden ein und gucken, was passiert, wenn Kunden dabei sind. Und das sieht dann so aus. Und dann begleiten Sie mich jetzt mal auf einer Reise durch die Welt von ATRO, Automation Technology for Robotics von Beckhoff. Also Thomas, fangen wir mal an. Was gehört eigentlich zu einem ATRO-System alles dazu? Fangen wir unten an. Jawohl. Wir haben einen Sockel, den ich auf dem Maschinenbett oder an der Decke oder an der Wand montieren kann. Mhm. Hier speise ich Strom und Kommunikation ein und auch Luft oder Fluide. Okay. Darauf befestige ich dann meine Robotermodule, also meine Joints. Das heißt, ich habe verschiedene Motormodule. Und ich habe auch noch sogenannte Link-Module, halt, um die Kinematik aufzubauen. Okay, und dann ist das zusammenassembliert, sieht schick aus. Wie sieht es in echt aus? In echt sieht es so aus. Wir haben verschiedene Größen an Motormodulen, die vom Prinzip her alle gleich funktionieren, nur halt unterschiedliche Drehmomente, Kräfte und Übersetzungen haben. Okay, und was sehen wir hier? Was sind das lange für Module? Das sind die I-Form der Module. Das heißt, wenn ich eine siebte Achse zum Beispiel brauche oder nur ein Zweiachser zum Nachführen, kann ich die verwenden. Okay. Die Interfaces erstellen wir standardisiert. Man kann also zusammenbauen, wie man möchte. Richtig. Und haben wir gestern ja schon kennengelernt, dass wir eigentlich Robotik, die Komponenten, die verstehen wir, also Motoren und Antriebe und so weiter. Ist das jetzt auch alles von uns oder wo kommt die Technik her? Das ist alles komplett selbst entwickelt von uns, von unseren Kollegen in Ferl und in Österreich. Ja. Dann nehmen wir uns den Kollegen mal dazu und gucken mal, wie es von innen aussieht. Ich begleite euch hier einmal außen rum. Und dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Kernkomponenten. Da ist der Thomas Nummer 2 aus unserem Kernteam aus Österreich. Also fangen wir doch mal an. Drei verschiedene Module haben wir. Basis, was war noch dabei? Die Link-Module waren noch dabei und die Motormodule. Okay, wie baue ich die jetzt mechanisch zusammen? Also jetzt das, was ich hier für dich hier arbeite, das ist ein Motormodul. Also das ist eben der Motor integriert in dem ganzen System. Und das Ganze ist eben jetzt von der Mechanik betrachtet, habe ich hier rundum eine sogenannte Hirtverzahnung. Das heißt, das zentriert das komplette System, dass ich immer komplett 0,0 im Zentrum bin. Mhm. Und das nächste ist, das wird dann mit einem selbsthemmenden Gewinde, wird das Ganze verschraubt und auch mit einem Schlüssel festgezogen, dass das auch wirklich stabil ist. Das heißt also, am Roboterarm sind ziemlich viele Kräfte unterwegs, das kriegen wir mechanisch richtig stabil mit Nullspiel, wie du gesagt, zusammen. Genau. Und das kann der Kunde selber montieren, das kommt nicht von uns ab Werk. Genau, also der Kunde kauft sich die Module, montiert sich die, zieht sie einmal nach mit einem Schlüssel und fertig. Ja. Jetzt haben wir gestern schon mal mit dir zusammen sowas aufgebaut. Wir haben also verschiedene Module genommen. Was hast du da alles assembliert? Was war da gestern alles dabei? Also eben angefangen hat das Ganze die Base, die war da. Und dann habe ich zusätzlich eben noch zwei größere Module zusammengebaut. Und das ist ja je nachdem, welche Leistungsklasse das ich habe, werden die Module ja kleiner. Mhm. Und dann habe ich dazwischen zwei Link-Module gesetzt und somit habe ich innerhalb von wenigen Minuten meinen eigenen Roboter zusammengebaut. Und das ist genau das Szenario, was wir uns für den Kunden vorstellen. Er hat die Teile am Lager oder speziell bestellt und baut sich dann passend zusammen. Genau, das wäre so die Idee dabei. Ja. Also, dass er sich vorher mal überlegt, welche Applikation denn für ihn gut wäre. Natürlich unterstützen wir ihn damit und dabei. Und dann sagen wir einfach, okay, welche Achsen und wie viele Achsen brauchst du, damit auch wirklich deine Werkstücke ideal greifen kannst und bewegen kannst. Und dann bekommt er die Module von uns. Okay, jetzt erscheint mir jetzt von außen auch ein ganz robustes Finish. Also, wie stellen wir sicher, dass das Gerät auch von außen dann einfach in der Applikation stabil funktioniert? Woraus also besteht es im Grunde? Aus der mechanischen Fertigung, das ist im Grunde aus Aluminium und das Ganze ist dann auch eloxiert, dass einfach noch eine gewisse zusätzliche Härte mit sich bringt und somit erreichen wir genau die Steifigkeit, die man sich von einem Roboter vorstellt. Perfekt. Haben wir jetzt im Video gesehen, wie das Ganze zusammenzubauen ist. Jetzt müssen wir natürlich nochmal reingucken, denn ehrlich gesagt haben wir ja noch gar kein Kabel gesehen. Also, wo ist denn die Kabelführung? Wir haben von Spannungsversorgung gehört, wir haben von Energie gehört, von Kommunikation, von Luft. Aber wo kommt das Ganze eigentlich her? Also, werfen wir noch mal einen genaueren Blick drauf.
Thomas, gucken wir doch mal jetzt in das Modul. Was ist denn das Geheimnis innen drin? Also das Geheimnis ist, Roland, wenn du hierher guckst, ja, wir haben hier eben bei den kleineren Modulen haben wir 4 Pins, also das heißt 4 für die Power, das heißt 2 sind für den Kunden, 2 sind für uns, für die 48 Volt, was wir durchführen, okay, und noch 4 Kanäle, 4 Fluidkanäle, die der Kunde eben von der Basis bis zum TCP nach vorne durchbringt. Und genau in der Mitte ist eben die Datenleitung, das heißt eben EtherCAT ist für uns selber und dann eben noch Gigabit. Und das ist alles innen drin, zentral standardisiert in diesem kleinen Steckgesicht quasi integriert. Genau, ja. EtherCAT und Gigabit Ethernet. Da nehme ich mal unseren EtherCAT-Experten wieder dazu. Tommy, warum müsst ihr beides hoch? Ich meine, mit EtherCAT können wir alles steuern. Also wo ist der Sinn und Zweck, auch noch Gigabit Ethernet reinzupacken? Ja, wie du es schon sagst, wir steuern mit EtherCAT natürlich die Antriebe in den internen Motion Bus. Und wir wollen natürlich auch dem Kunden noch die Möglichkeit geben, oben noch am TCP eine Kamera zum Beispiel anzuschließen, okay, oder irgendwie hochkomplexe Gripper und sonstige Sachen. Deswegen haben wir einen zweiten Ethernet-Gigabit-Kanal bis zum TCP gelegt. Und das in der Schnittstelle, die Thomas gerade besprochen hat. Das in der Schnittstelle drin, ja. Und das geht von einem Modul zum anderen, zum nächsten, zum übernächsten. Ganz genau. Okay. Da kommt aus meiner Sicht ja extrem darauf an, dass es genauso robust und stabil ist, wie wir gerade besprochen haben. Also, wo wird das Ganze gefertigt, Thomas? Kommt das von weit weg oder wo ist das Fertigungs-Know-how in dem System? Also, gefertigt eben die Entwicklung, die ist ja eben derzeit mechanisch, ist in Wien. Natürlich eben mit guter und großer Unterstützung eben aus Fern, mit der ganzen Elektronikkomponenten, und gefertigt wird das Ganze natürlich in Deutschland. Ja, da muss man aus unserer Sicht dazu sagen, es gibt ja in Wien ein großes Kompetenzzentrum für Robotik und darum sind unsere Backoff-Kollegen auch in Wien angesiedelt dafür. Gehen wir mal einen Schritt rüber. Also, stabile Mechanik hat hier hinten ein ganz tolles Exponat, weil ihr habt mir erklärt, wenn alles innen drin ist und sich immer drehbar scheint, können wir unendlich drehen. Also Endless Rotation, das schließt sich mir nicht auf. Also das geht permanent im Kreis. Ja, also wir können wirklich alle Achsen unendlich drehen. Das hat den großen Vorteil, dass ich natürlich viel kürzere Verfahrwege habe, einmal in meiner Applikation, dass ich Zeit spare und einen größeren Output habe. Und ich muss mich natürlich nicht wieder entwickeln. Also sprich, ich habe auch durch die Endlosrotation und die innenliegende Medienführung habe ich halt keine externen Schlauchpakete, die ich dann wieder abwickeln muss. Das heißt, wir können wirklich in allen Achsen unendlich drehen. Ja. Und in dem Beispiel, das wir gerade eingeblendet haben, ist ja ein Panel am Ende aufgesetzt. Ja. Das ist total cool. Jetzt verstehe ich auch den Gigabit, denn über diese extra Datenleitung läuft CP-Link 4, die Backoff-Kommunikation für unsere Paneltechnik. Also können wir im Kreis immer weiter drehen. Das können wir. Also wirklich stark und trotzdem ist das Ganze extrem kompakt. Muss ich nochmal zurück. Spielt Kompaktheit überhaupt eine Rolle? Also sowohl jetzt intern wegen der Kabelführung als auch extern, ist das wichtig? Ja, in der Robotik speziell, da geht ja alles eigentlich um den maschinellen Footprint. Also das heißt, je kleiner und je kompakter ich meine Anlagen bauen kann, umso mehr nutze ich den kompletten Bauraum meiner Anlage aus natürlich. Und da kann ich natürlich sagen, ein 6-Achs-Roboter braucht viel mehr Platz wie jetzt ein 4-Achs, ein 1-Achs, ein 2-Achs oder ein 3-Achs-System. Okay, und ich denke, die fehlende Kabelführung außenrum macht es ja auch kompakt. Also auch da ist nochmal total Einsparpotenzial gegeben für den Kunden. Das auf jeden Fall, ja. Also Hardware, ganz ehrlich, finde ich völlig simpel, hat jeder verstanden. Jetzt wird es Zeit, nochmal einen Blick in die Software zu werfen. Ja, und zum Thema Software habe ich mir natürlich auch zwei Experten dazugeholt. Das sind Klaus und Uwe. Willkommen, wir beiden. Also, jetzt haben wir gehört, die Mechanik ist unfassbar simpel. Jetzt hoffentlich wird die Software auch simpel. Aber wenn es ins Twinkit-System kommt, fangen wir mal bei dir an, Klaus, als langjähriger Twinkit-PM. Was haben wir denn für Bausteine überhaupt schon im Twinkit-System, die jetzt alle dazu passen? Ja. Also Twinkit PLC ist sicherlich eines der Module, die weltweit bekannt sind. Aber eben auch Twinkit Motion mit PTP, interpolierenden Bewegungen und auch Kinematic Transformation und Coordinated Motion, was alles dazugehört. Daneben aber auch noch viele andere Pakete, wie zum Beispiel das HMI IoT für die Kommunikation, Vision-Integration in Echtzeit, das sind MATLAB-Simulink-Integration, das sind so alles so Schwerpunkte, die mit Twinkit integriert sind. Also ein Riesenpaket ist da. Jetzt gehe ich mal auf die andere Sichtweise, kommt Uwe dazu. Uwe, 25 Jahre Erfahrung beim deutschen namhaften Roboterhersteller. Jetzt bist du in die Beckhoff-Familie gekommen als Experte. Jetzt haben wir hier eine 6-Achs-Applikation, dazu ein X-Planar, das läuft alles auf einem Rechner. Also was sind denn die echten Vorteile jetzt dieser Integration am Roboter? Das ist das, was in der Robotik eigentlich immer gefehlt hat, dass man alles aus einem System heraus machen kann. Sonst habe ich für den Roboter eine eigene Steuerung, die muss mit einer anderen Steuerung verbunden werden. Jetzt haben wir, wie gerade gehört, alle Komponenten in einer Steuerung und die Robotik auch noch dazu.
dieses integrierte System wird sehr einfach zu konfigurieren sein, weil man einfach keine zwei Tools braucht und alles in einem Projekt zusammen. Aber es hört sich so simpel an. Warum hat das bisher noch keiner gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay, das ist doch ganz toll, dass wir eben nicht nur hardwaremäßig was ganz Neues tolles machen, sondern auch softwaremäßig. Ich bin aber der Meinung, Safety ist immer ein ganz großer Bestandteil. Wir haben ja bewegende Teile. Kriegen wir Safety auch noch mit ins gleiche System integriert oder wie ist da die Lösung? Naja, Beckhoff ist ein Unternehmen und TwinCat ist eine Steuerung, in der Safety schon lange Jahre integriert ist. Das heißt, wir haben eine fertige Safety-Lösung. Andere Firmen, die in der Robotik einsteigen, tun sich halt gerade mit diesem Thema schwer, weil das sehr viel Know-how und sehr viel Arbeit bedeutet. In der TwinCat-Steuerung ist alles schon fertig da und natürlich funktionieren alle Dinge auch wieder zusammen, sodass auch die Integration und das Engineering auch für den Safety-Bereich wieder einfach und schnell wird. Also einfach und schnell hört sich für mich auch immer preiswert an. Also hat das auch einen wirtschaftlichen Vorteil für den Kunden? Naja, also Engineering braucht Leute, die dafür Geld bekommen. Natürlich hat das einen riesengroßen wirtschaftlichen Einfluss, weil man das viel schneller hinbekommt und damit sehr viel Engineering-Kosten sparen kann. Das ist doch perfekt. Ich weiß jetzt aus Erfahrung und du auch, Klaus, dass unsere Kunden ja ganz komische Applikationen haben. Also irgendeiner hat eine kleine Achse und steuert die, der andere hat 100 Achsen. Vollkommen richtig. Also ja. Wie lösen wir das denn heute aus TwinCat-Sicht, dass wir diese Skalierbarkeit hinbekommen? Ja, wie du gerade schon sagst, Skalierbarkeit auf der Software-Ebene durch Achspakete und dass man eben wirklich nur noch die Pakete kauft, die man auch wirklich braucht. Aber eben auch auf der Hardware-Ebene, sprich wir haben für kleine Applikationen einen kleinen CX und für High-End-Applikationen einen wirklich leistungsstarken IPC. Also ich nehme ja jetzt schon nur das, was ich brauche. Korrekt. Das haben wir Uwe in der Mechanik gerade auch schon gehört. Wenn ich nur 4 Achsen brauche, nehme ich nur 4. Ist denn diese Skalierbarkeit auf Software-Seite, ist das auch ein Vorteil für unsere Softwarelösung? Ja, Skalierbarkeit, da hat man viele Aspekte. Also wir können ja mehrere Roboter plus noch weitere Komponenten aus einer Steuerung betreiben. Wenn man das tut, wird man nicht mit dem kleinsten System auskommen. Das heißt, hier ist es ein riesengroßer Vorteil, große Systeme zu haben. Wenn ich nur etwas Kleines brauche, nur einen Roboter, nehme ich die kleinste Steuerung, die man zu bieten hat. Und dann spare ich auch wieder Geld in meinem Gesamtsystem. Okay. Was wir noch ganz kurz ansprechen müssen, weil das wollen alle wissen, ist das Thema Programmierung. Also, wenn ich es ins System packe, muss ich es ja programmieren. Also, was haben wir da vor bei Atro? Programmieren. Da braucht man unterschiedliche Dinge. Komplexe Aufgaben erfordern halt auch komplexe Dinge. Da sind wir mit TwinCat gut aufgestellt, weil wir tatsächlich fast alles damit tun können. Wenn man einfache Lösungen braucht, möchte man natürlich nicht die Komplexität haben. Deshalb werden wir auch ein einfaches Programmiersystem anbieten. Wir stellen uns das in 2 Stufen vor. Wir nennen das Advanced-System, damit macht man so die Standard-Robotik-Lösung. Und dann wird es noch etwas ganz Einfaches geben für einfache Applikationen, wo man vorgefertigte Bausteine findet, die man nur noch zusammensetzen muss und schon läuft die Applikation. Also auch unfassbar einfach. Kommt trotzdem noch eine Frage dazu. Ich muss das ja auch noch konfigurieren. Wie machen wir das? Das macht das System völlig von alleine. Wir können aus jedem AX-Modul die Daten auslesen. Das heißt, die Steuerung kann sich selber in der Software zusammensetzen, wie der Roboter aufgebaut ist. Die ganze Kinematik wird damit vollautomatisch konfiguriert und das Projekt, was man dann dazu braucht, auch vollautomatisch aufgesetzt. Das heißt, sobald der Roboter angeschlossen wurde, eingescannt wurde, kann ich sofort mit meiner Programmierung loslegen und spare mir auch an der Stelle sehr viel Zeit. Was macht da Spaß auf Atro, wenn ich mitkriege, wie einfach wir die Software automatisieren oder realisieren und auch wie einfach wir die Mechanik machen? Und das war es im Grunde schon, mehr müssen wir da gar nicht mehr drüber reden. Atro Automation Technology for Robotics, von Beckhoff entwickelt und produziert, ist so einfach wie besprochen. Module zusammenstecken, die passenden Links nehmen, die man braucht, ein Systemmodul dazu packen, alles so, wie Sie es wünschen. Und das folgt im Grunde unserem Trend nach einfacher Automatisierung. Das Leben ist komplex genug, warum muss die Automatisierung komplex sein? AMP 8000, unsere dezentralen Servos, ganz simpel. Der C70 IP65 PC, ganz simpel. Das MX-System, ganz simpel. Und jetzt? Jetzt kommt Atro, der zusammensteckbare Roboter am Ende Ihrer Aufgabenstellung. Sie bauen alles zusammen, dann kommt der Roboter, Sie scannen das System, Sie konfigurieren, Sie programmieren und die Welt ist fertig. Viel Spaß mit Atro Automation Technology for Robotics.